Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Wir sind hier beim letzten Mal ja am Ende der Bahnstrecke stehen geblieben. Ja, irgendwo unterhalb von Camp Venture. Ja, und werden uns von hier aus wieder weiter auf den Weg machen. Nach Camp Venture möchte ich jetzt nicht wieder zurück. Haben wir hier unsere Tour in der Nähe von Camp Venture erstmal beendet. Und ich möchte jetzt der Quest Aufbauhilfe ja weiter folgen. Also einer der Hauptquests. Und damit dann auch gleich mal zurück zu Abbys Bunker. Also wieder ganz in den Norden. So, na kurz die Schnellreise dahin und dann jetzt da auch gleich weiter. So, da sind wir auch direkt vor Abbys Bunker. Na ja, schön. So, oh, wir müssen Terminal erstmal öffnen. Okay. Gut, probieren wir das mal erstmal so hier. Saves. Da ist wenigstens ein E-Treffer dabei. Würde ich jetzt sagen, gucken wir jetzt mal nach Klammern. So, Falscheintrag entfernt. Da einer weg. Versuche zurückgesetzt. Genau. Ich denke, das ist besser, wenn man erstmal INSP-Versuche macht, statt gleich die Klammernpaare zu suchen. Noch ein Falscheintrag entfernt. Sehr, sehr schön. Hier noch was. Jetzt sieht hier auch noch ein Klammernpaar aus. Genau. Sehr schön. So. Saves waren richtig Eintrag. Versuchen wir mal mit Shot. Sehr schön, da ist es schon offen. Beziehungsweise der Terminal geöffnet und wir können die Tür jetzt öffnen. So, da jetzt ist schon offen. Hervorragend. So. Gut, gehen wir nochmal ins Skizzieren. Versteck das auf, was einmal abgekochtes Wasser wird mitgenommen. Gut, dann gehen wir mal wieder rein in Abbys Bunker. Das bestätigt, dass du die verbrannten Detektoren verbessert und Rose dazu überredet hast, mit dem Verbindungsgerät zu helfen. Das ist eine beeindruckende Leistung. Nicht, dass ich das wirklich nachprüfen könnte. Und der nächste Schritt? Das Verbrannten-Aufspürnetzwerk. Schließlich müssen all die Dinger miteinander verbunden werden, richtig? Der erste Schritt ist ein Kinderspiel. Such in meinem Schreibtisch nach einem mit Master beschrifteten Holoband. Es enthält alles, was du brauchst, um das zu erledigen. Danach begibst du dich zur alten Waffenkammer in Harper's Ferry. Du musst das Programm namens Waffenkammerzugriff auf dem Haupteingangsterminal installieren, um hineinzukommen. Nachdem du es hochgeladen und installiert hast, gibt es noch eine weitere Aufnahme für dich. Sorg also dafür, dass du in Sicherheit bist, um sie dir anzuhören. Wir sind nach einem Angriff von Verbrannten aus Harpers geflohen, also wer weiß, was da mittlerweile lebt. Sei vorsichtig. Alles klar, Abby, sind wir. So, wenn wir uns erstmal dein Master-Holoband anhören und uns aber erstmal um die Kakerlakenplage hier mal kümmern. So, auch erledigt. So, gut, das Aufspürsystem. Ja, gut. Ah ja, Schaltplatte Militärstandard, nehmen wir mal mit. So, wo ist denn dein Holoband? Da ist es. Gut, hören wir uns das gleich mal an. Aha, nein, das musst du mal bloß mitnehmen und sonst auf das Terminal der Waffenkammer laden. Okay, gut. Ja, sind wir hier irgendwie fertig. Dann könnten wir wissen, müssen wir mal an die Werkbank, die hier bei ihr hinten drin steht. Ja. Kurz mal hier an die Bastelwerkbank. Kurz nochmal die Kakerlake. Was war das? Jetzt haut das Vieh ab. Wo sind jetzt hin? Da. So. Naja, wenn die hier in der Nähe sind, geht die Schnellreise nicht so richtig. Das heißt, besser, wir machen die erstmal weg. Joa. Schnellreise wird dann nämlich das nächste sein, was wir hier benutzen. So, ja, Schrott verwerten, genau. So. Da haben wir nochmal einen Scharfschützen hier, nochmal einen Versuch für einen Mod. Wieder keiner, okay. Gut, wir kennen schon alle. Jedenfalls, demnach, dass wir hier keine kriegen, muss das wohl so sein. Gut, haben wir weiter Unisch dabei. Ob wir noch vernichten können. Gut, können wir nach Harper's Ferry. Machen wir das doch. So, also wieder ab ein wenig südlicher. So, Harper's Ferry, 21 Kronkorken und Hinder. So, sehr schön. Ah ja, sind wir wieder auf der Bahnbrücke. Heute ist kein Mottenmann da. Okay, gut. Wir hatten uns hier schon ein bisschen umgeguckt. Können wir jetzt hier nochmal in Ruhe fortsetzen? Sehr schön. Gut. So, müssen wir scheinbar hier so direkt rein. So sieht es jedenfalls aus. Da vorne sehe ich schon mal ein paar Ghule. Wollen wir uns um die Ohren kümmern. Oh, ein paar mehr.
So, einer weniger. Zwei weniger. Den haben wir leider nicht erwischt. Jetzt kommen sie. Ja, bis die hier sind, wahrscheinlich der dritte Unabheimer. Obwohl, er ist Level 52. Der fällt nicht beim ersten Treffer um. Schade eigentlich. Hätte vielleicht klappen können. Wenn wir gleich erwischt hätten. Na gut, okay. So, weiter ist erstmal nichts zu sehen. Und auch nicht zu hören. Gut, sehr schön. Gut, Kronkorken, Schraubenschlüssel. Also, suchen wir hier mal die Versteinerten drin. Außer ein bisschen Strahlung. Na gut. So, hat mich hier noch einen erwischt? Nee, scheinbar nicht. So. Auf der Seite fahren wir noch ja nicht von da, aber es wäre hier zumindest die Straße noch nicht hoch. Was haben wir dann da drüben? Ach, das wird die Waffenkammer sein. Hm, ja klar. Da sollen wir ja schließlich auch hin. Gut. Zu sehen ist erstmal nichts, außer einem rotierenden Luftmesssensor. Gut, dann kommen wir hier wohl damit auch hin. Hm. Waffenkammerzugang. Ja, benutzen wir Terminal doch mal. Hm. Waffenkammersteuerungsterminal. Achtung, der Zugang zum Arsenal ist auf Mitglieder der Freien Staaten begrenzt. Für Zugangsrechte wenden Sie sich an Rawley Clay oder Niraya Singh. Gut. Oh, Zugriff verweigert. Kannst du nicht lesen. Zugriff ist nur Mitgliedern der Freien Staaten gestattet. Keine Stähler in der Bruderschaft. Rawley und Niraya können Zugriffsrechte zuteilen. So, dann machen wir mal das Holoband. Oh, jetzt müssen wir das hier erstmal finden. Ui, Master Holoband, da ist er doch schon. Erfahrend. Glück gehabt, dass wir nicht alle Holobänder durchsuchen müssen. So, System entdeckt. Lehn dich zurück, entspann dich und lass das Holoband zaubern. Halte dich an die unten erscheinenden Hinweise, um garantierte Ergebnisse zu erzielen. Ja, Waffenkammerzugang. Dieses Programm leitet die Verbindung aus Harpers Ferry zu Freistaatennetzwerk um. Schritt 1 ausführen wählen. Schritt 2 fertig. Gut, na, hier steht aber starten. Na, gut, machen wir mal starten statt ausführen. Szenario 2. Nicht ganz so ideal. Du hast es geschafft. Und vielleicht ist Harpers Ferry nicht das widerliche Verbranntennest, für das ich es gehalten habe. Jetzt, da du drin bist, musst du Rawleys Terminal erreichen und das Holoband-Master benutzen, um seine Umleitungspläne runterzuladen. Du musst das Übertragungsnetzwerk für die Verbindungsgeräte einrichten und alles verknüpfen. Leider hat Rawley die Waffenkammer befestigt, um unsere Forschung vor der stählernen Bruderschaft zu schützen, nachdem sie angefangen hatten, unfair zu spielen. Zu den dortigen Sicherheitsanlagen gibt es keinen Zugang von außen, also musst du vielleicht ein paar Geschütztürme umgehen. Also, wenn alles gut läuft, wirst du schon bald wieder von mir hören. Na okay, ich denke mal, dass alles gut läuft und wir dich gleich wieder hören. Gut, schauen wir mal. Aber erstmal schauen wir mal, was wir hier so mitnehmen können. Ja, sieht auch nicht so schlecht aus. Ah, noch ein Holzblock im Schreibtisch. Was machen die mit dem Holzblock im Schreibtisch? So, gucken wir mal, die in ihrem Safe haben erstmal auch noch. Hm. Na, Judy sichert das Schloss hier offensichtlich. Jut. Scheint ganz fast, ganz links zu sein. Jut. So, 44er Patronen, Relics, Roboter linker Arm, Silbergabel, Vorkriegsgeld. Jut, haben wir das auch. So, ja, von hier schützen die Rehe. Gucken wir mal. Jut, gehen wir gleich mal hier hin. So, wir machen hier eine Werkbank und einen Geschützturm. Okay. Hm, halt um sie mehr aus. In Ordnung. Muss man lieber im Nahkampf machen, aber da kommen wir jetzt gerade nie ran. Ja. So, erledigt. Gut. Kurz den Schrott vernichten, so. So, kommen wir hier durch. Ah, wir müssen erstmal den Terminal hier offensichtlich benutzen. Ah ja, Nordtrag-Zugangsterminal. Hm. Sicherheitstürsteuerung, Tür öffnen. Ah ja, das ist ja nie gesichert. Tür wird geöffnet. Okay. Und schon ist es offen. Gut, das war ja jetzt nicht so schwer. So, das hat der Schutzturm da dabei, 556er Patronen, biometrischer Scanner und eine Schallplatte nach Militärstandard. Sehr schön. Gut, denke mal, hier sind wir richtig, aber war schon wieder ins. Hm. Die kann man sich schlecht anschleichen, das ist natürlich nicht gut. Gut, dann machen wir das anders. So geht das doch viel besser.
Braucht man hier so viel Munition? So, hier haben wir aber nur eine Bastelwerkbank. Gut. Da drüben ist noch ein Loch in der Wand. Nehmen wir doch erstmal das. Jetzt da vielleicht weiter. So, weiter hier schützen. Nee, aber irgendwelche Sprengfallen hier wieder aussieht. Ah, die sind aber nicht aktiv. Okay, gut. Sehr schön. Kommt man hier problemlos durch. Und Kombischraubenschlüssel, Schießpulver. Sehr schön, eingepackt. So. Aber noch keine Spur von dem Terminal, was wir finden müssen. Das muss noch an dem anderen Gebäude sein. Das ist irgendwie nicht richtig. Sind wir wieder drüben drin. Wie kommen wir denn da hin? Jetzt hier oben noch irgendwo durch? Ach nee, jetzt nochmal runter. Okay, gehen wir erstmal runter. Und machen die Schütz. Einfach umfallen die Schütz. So. Ja, bist nicht davor direkt stehen bleiben. Ja, ist noch besser. Hier sind ja auch alle Werkbänke. Das ist ja hervorragend. Sehr schön. Hier hat schon mal die Tür für uns offensichtlich aufgemacht. Auch gut. Hier noch. Eine doppelläufige Schrotflinten-Mod dafür. Mhm. Gut, nehmen wir mal das hier alles mit. Schraubenschlüssel und so weiter. Das mal wieder ja nie sehen. So. Bisschen die Stahlvorräte auffrischen. So. Ein Wecker. Ja. Die nehme ich mit, bevor mir einer auf denselben geht. Dann schnell die Schütze hier weg. Bevor er nur anfängt zu schießen. So. 5-5-6er Patronen wieder dabei. Sehr schön. Hier noch ein Spachtel. Na, ich nehme mal den Spachtel auch noch mit. Hinten noch eine Kiste. Ja, das ist auch eine Sprengstoffkiste. Nee, nur eine Holzkiste. Okay, da unten ohne eine. Auch nichts mehr drin. Schade eigentlich. Gut. Da ist das nächste Geschütz. Jetzt können wir hier durch die Lure machen. Das ist aber ungünstig platziert. Also nicht für uns. Für den Geschütz. So. Vorrangt. Sehr schön. Oha, erledigt. Auch schon jener die Tür aufgemacht, die zuvorkommt. Und wir haben noch eine Nachricht gefunden, und zwar Jets Brief. Dann lesen wir den doch mal ganz kurz. Wir erwarten morgen zwei weitere Kisten 10mm Munition, womit wir ein Problem weniger hätten. Ich habe mit Larry gesprochen und er hat mehr als genug Trinkwasser. Allerdings müssen wir gegen Henry etwas unternehmen. Als wir ihm die Verantwortung über die Nahrungsmittelvorräte gaben, hatten wir nicht damit gerechnet, dass der Idiot hunderte Kisten mit Zuckerbomben anhäufen würde. Wie soll uns dieser zuckrige Müll bitte am Leben halten, wenn alles den Bach runtergeht? Sag ihm, dass er sich seinen eigenen verdammten Bunker suchen muss, wenn er uns keine brauchbaren Lebensmittelreserven aufbaut. Jet. Okay. Die gehörten wohl zu den Preppern, die sich schon im Vorfeld ihre Vorräte angelegt haben. So, das sind auch die besagten Zuckerbomben. Und wir haben ein Holoband. Das hören wir uns mal an, bevor wir uns an der Terminal machen. Es wird wohl Zeit, die Waffenkammer unter unsere Kontrolle zu bringen. Ich werde Eddie und Nirash bitten müssen, uns bei den Sicherheitsvorkehrungen zu helfen. Das wird den Überlebenden nicht gefallen. Aber wir müssen unsere Leute schützen, besonders vor dieser verdammten Bruderschaft. Derek sagte uns, dass sie von den Respondern sowohl Vorräte als auch Personal fordern. Und dabei keine Widerrede akzeptieren. Tja, wenn sie das bei uns versuchen, werden sie ganz schön was erleben. Und wir müssen bereit sein. Mhm. Haben wir mal die Stimme von Rowley gehört? Oh. Die Papiertüte gefunden. Ja, hier muss schon vor uns jemand drin gewesen sein. Da können wir doch ein bisschen was mitnehmen. Okay, gut. Gucken wir mal in Rowleys Terminal. Perimeter. Wir haben endlich ein annehmbares Perimeter um Harpers Ferry errichtet. Es besteht aus einer recht improvisierten Kombination aus Waggons und Müll. Drücken wir die Daumen, dass es hält. Eddie arbeitet schon an der Aufstellung von Patrouillen. Miranda hält sich vollkommen raus, wodurch sich die Spannung ein wenig gelegt hat. Die Frau hat zwar viele Fehler, aber Gestolz gehört nicht dazu. Stählerne Bruderschaft. Wir haben heute eine Gruppe getroffen, die sich die Stählerne Bruderschaft nennt. Das ist auf keinen Fall irgendeine Gewerkschaft. Wie ich hörte, haben einige von ihnen eine unserer Gruppen aus Thunder Mountain vertrieben, als sie noch anders hießen.
So oder so gefällt mir das nicht. Wir bauen diesen Ort nicht wieder auf, damit er dann von irgendeinem selbsternannten Militär übernommen wird. Die sind genau das, was wir hinter uns lassen wollten. Da kriegt man schon ein bisschen was von den Spannungen hier zwischen den Freien Staaten, den Überlebenden und der Bruderschaft mit. Nächster Eintrag, Handelsrouten. Wir konnten einige kleine Handelsrouten einrichten, die zwar mit einem hohen Risiko verbunden, aber auch erfolgreich sind. Wir haben da draußen noch ein paar Gemeinschaften gefunden. Manche bauen in den Bäumen, andere haben eine ganz annehmbare Barackensiedlung auf die Beine gestellt. Dann gibt es natürlich noch die Route nach Charleston, die wir gesichert haben, um mit den Respondern zu arbeiten. Bislang lief es ganz gut und ich hoffe, dass wir das noch weiter ausbauen können. Das ist ein richtiger Hoffnungsschimmer hier für die Wesen. Nächster Eintrag, Verbrechen. Neulich haben wir eine Leiche gefunden. Sie war so entstellt, dass wir nicht herausfinden konnten, um wen es sich handelte. Aber die ganze Stadt ist darüber in Aufruhr. Die meisten machen sich Sorgen wegen irgendeiner neuen Killerkreatur. Einige glauben aber auch, dass ein Wahnsinniger frei herumläuft. Natürlich auch Sam nirgendwo zu finden. Also stellt sich als nächstes die Frage, ob er das Opfer sein könnte. Er ist hergekommen, nachdem er seine Tochter begraben hatte. Es würde mich nicht überraschen, wenn er des Lebens überdrüssig war. Eddie, Mirai, Mirinda, sie alle denken, dass er es ist, aber mein Bauchgefühl sagt mir etwas anderes. Und warum? Zu glauben, dass sich Sam ohne ein Wort aus dem Staub gemacht hat, ist immer noch besser, als davon auszugehen, dass er tot ist. Okay. Sollen wir ja auch hier das Holoband laden? Machen wir das mal. So, das Master-Holoband rein. Mal sehen, was als nächstes passiert. System entdeckt. Lehn dich zurück, entspann dich und lass das Holoband zaubern. Halte dich an die unten erscheinenden Hinweise, um garantierte Ergebnisse zu erzielen. So, jetzt wird die Quest aktualisiert. Lade die Umleitungsbaupläne herunter. Programmdateien scannen, einleiten. Machen wir das. Datei gefunden, wird heruntergeladen, wird heruntergeladen, wird heruntergeladen, wird heruntergeladen. Download abgeschlossen. Sehr schön. Hoffentlich stimmten meine Voraussagen in Bezug auf das Netzwerk und du aktivierst diese nächste Nachricht berechtigterweise. Falls nicht, dann spreche ich wohl zu niemandem und nichts hiervon wird von Bedeutung sein. Aber ich schweife ab. Du solltest Senator Sam Blackwells Terminal finden und das Holoband-Master benutzen, um die Dateien herunterzuladen, die wir benötigen. Das dürfte Spaß machen, da du das einzigartige Charleston Capitol Building besuchen wirst. Als ich es zum letzten Mal gesehen habe, war noch alles intakt. Begib dich danach zum nächstgelegenen Sendeturm, lade all die sauer verdienten Daten hoch. Kinderspiel, oder? Oder? Absolutes Kinderspiel, vor allem sehr passend, da wir zu Sam Blackwell eh nochmal müssen. Haha, super. Und wir haben noch, während wir am Terminal waren, noch eine weitere Quest erhalten, bis sie jetzt gerade ein Event aufgetaucht. Event Wilder Ghoulhorde des Moors. Was mache ich hier eigentlich? Oh, ist doch alles hoffnungslos. Fertig. Verdammt, das Teil nimmt immer noch auf. Okay, jetzt hat es womit gekriegt, dass es nicht mehr läuft. Jetzt hat es womit gekriegt, dass es abschalten sollte. So, also nochmal, wir haben hier noch ein Event. Wilder Ghoul-Horde, das Moa tötet den verbrannten wilden Ghoul, legendärer Hordenboss. Und ich glaube, der ist auch gerade da drüben vorbeigelaufen, da mal kurz den Questmark zu sehen. Dann werden wir doch mal schnell rüber gehen. Und dann nehmen wir das doch mit. Bin doch mal gespannt. Ja, ist ja recht hier unsere Nase. Finde ich ja interessant. Ah, dann sollen wir erstmal wieder raus. Ist ja prima, dass wir das gemacht haben und nicht gleich zu Sam Blackwell. Da ist scheinbar... Sind wir gleich mal am richtigen Ort hier. Scheint direkt vor unserer Nase zu sein. Kranker Wilder Ghoul, das ist jetzt nicht so spannend. So, wo ist der Rest? Schauen wir mal. Nö, da ist nichts weiter. Okay. Kronkorken Verbandsschere. Was hat der hier noch dabei? Nekrotischer Wilder Ghoul. So. Der ist mittlerweile wohl weitergezogen. Schauen, wo der hin ist. Oh, wo kommt der von hinten her? Sollen das? Zahnpasta, herjem. Gibt's nirgends wohl mehr zu kaufen. So. Auf jeden Fall haben wir ein paar Supermutanten. Und der nimmt ja keine Notiz von uns da oben, der Meister. Das ist natürlich praktisch. Da oben ist auch der Ghoul offensichtlich.
Da müssen wir aber wirklich mal Granaten. Mal gucken. Das ist halt die ungünstige Position gerade. Kommen wir denn da hoch schnellstmöglich? War hier wieder so kompliziert. Ah ja. Hier sieht es so ernst aus. So, schauen wir mal. So, Wilde Ghoul-Streuner. Das ist der Süß. Level 9. Und der verbrannte Wilde Ghoul erledigt. So. Abgeschlossen. Sehr schön. Wo sind jetzt noch die Supermutanten, die hier so einen Krach machen? Womit kämpft er denn? Da hinten ist noch ein Vollstrecker. Der greift uns aber noch nicht an. Okay. Machen wir den aber trotzdem erstmal weg. Steht da wie eine Salzsäule fast. Na gut, jetzt nicht mehr. Gut, dann bitteschön. Einmal mit Magen und dann kannst du gleich umfallen, ne? So. So, haben wir da noch irgendwas? Ne, hier ist scheinbar ruhig. Gut. Sehr schön. Rezept. Ne, Rezept brauchen wir gerade nicht. Zuckerwatte wissen wir eigentlich bei. Ah, da ist noch einer. So, der hat er uns auch schon gesehen, ja. Kronkorken, Fusionszelle, Splittergranate, Schießpulver, Laser, Scharfschützengewehr, sehr schön. So, gucken wir erstmal die Ghoul hier an. Oh, das Jägers Metallrüstung, Moorschatzkarte, nehmen wir erstmal alle mit. Haben wir das Event auch geschafft, sehr schön. Und das war hier ein schöner Abwasch. Schön, dass die uns genau vor die Nase gesetzt wurden. Ja, voll. So. Jetzt würde ich erst Jan erstmal kurz um die Geschütze kümmern. Gefällt mir nämlich nicht, dass die ja schon wieder schießen. Überladen, das ist natürlich weniger gut. Schön, dass wir hier nur Level 5 Geschütze sind. Mal 5, das geht schnell. Oh, oh. Gibt es das andere da drüben? Ah, direkt den Rücken geschossen. Das ist natürlich auch nicht so günstig. Da drüben ist noch eins. Ah, ist aber immer eine gefährliche Situation, hier hinzukommen. Okay. Jetzt kommt von hinten noch eine Granate geflogen. Wer schmeißt damit Granaten? Das muss auch ein Supermutant sein, da drüben. Von denen erstmal hier. So. Auch erledigt. Und dahin ist noch einer. Oh, noch was legendiert. Okay. Wird auch die kleine Luft. Na super. Na, ungünstige Situation jetzt hier. Stehen wir noch zwei auf jedem Fleck. Ich glaube, von ihm schießt ohne einer. So. Jetzt können wir uns erstmal um den legendären kümmern. So. Dann werden wir nochmal einen Schwimmpack drin. Zwei Sternchen legendär. Des Ghoul-Töters, Roboter, rechter Arm. Linker Arm, okay. So, noch eine Leiche, ja. Da sind wir jetzt aber zum Glück nicht mehr verantwortlich für. So, 5,56er Patronen, hervorragend. Gut. Puh, na, das war da eins. Feurig hier gerade eben. Und da ist noch irgendwo einer. Da unten steckt er irgendwo. Kommt wahrscheinlich mit der Granate. Obwohl, der von hinten gekommen sein. Das war nicht der da. Jetzt. Erledigt irgendwie. So, fall um. Der schießt jetzt hier noch. Kommt von draußen. Irgendwo ist hier noch was zu sehen, zu hören. Da unten ist noch ein Meister. Okay. Soll er mal herkommen? Aber das war nicht der, der auf uns geschossen hat. Das kann ja nicht sein. Muss er ja durch die Wand schießen müssen. Da drüben ist noch ein Primus. Schlecht zu sehen, der Junge da. Suchen wir das mal mit der Granate. Mal sehen, was das wird. Mal haben wir doch ordentlich erwischt. Hervorragend. Nicht. Ja. Schon gemein, ne? So ein explodiertes Auto und eine Plasmagranate. Hm. Noch ein Primus. Mit einem Minigun. Wenn wir erstmal versauen. So. Weil wir jetzt im Nahkampf sind.
Cool, er macht mal weiter, der Storniker. Einer der Wienen, der im Flatterschießer eine Minigun in der Hand hat. So. Noch einer. Uiuiuiui. Hauen die sich schon selber kaputt mit den Granaten, okay? Da ist noch einer. Nochmal ein Primus. Die hat aber bloß mit Ping-Pong gespielt. Ah, drei ist er noch. Nein. Doch. Kennt das Spiel. So, erstmal darf ich, wo die Granaten gleich explodieren. Ihr kriegt nochmal eine Plasma-Granate darüber. So. Ja, genau. Besser ist es. Und die haben jetzt das zweite Mal durch die Gegend geschossen. So, sehr schön. Doch. Mit seiner Minigun da. Der Elite, da soll mal aufhören. Maulwurfsrate schlagen härter zu als du. Sag nie so weit. Ach, da kommt noch ein Ghoul. Na super. Ja, alle aufgescheucht, was ihr hier in Harpers Ferry momentan ihr zeigt, ihr für. Meine Güte. Das war ja ein Vollred unterfangen hier. So, ich hoffe, jetzt ist hier auch mal Ruhe. Eieieiei. So. Haltet eingepackt hier. Laser Scharfschützen, hier wäre nichts Besonderes dabei. So. Jetzt haben wir nur zwei Leichen hier. Ich glaube, wir haben noch, drei. Naja, wer weiß, wo der gestorben ist. Hier, hört her vorne. Wir sind total überladen mit dem ganzen Zeug. Ich glaube, wir müssen erstmal in die Kirche und uns dort mal die Werkbank suchen. Da gab es doch eh, wenn ich mich da richtig entsinne. So. Gehen wir da mal rein. Und wir schnaufen erstmal eine Sekunde. So, hier war da irgendwo eine Werkbank. Ganz genau, hervorragend. So, wir sollen den Schrott vernichten. So. Die zwei Miniguns weg. Zwei Sturmgewehre. Unterhebelgewehre. Noch mehr Sturmgewehre. Jagdgewehr weg. Improgewehre weg. Ah, das lohnt sich doch hier. Ja, vorne sind wir auch nicht mehr überladen. Haben wir noch was an Rüstung eingepackt? Ja, da ist ein Roboter linken Arm, genau. Hervorragend. Und eine schwere Kampfrüstung für den rechten Arm. Meine Güte. Ja, das war ja erfolgreich hier. Das war ja, hat sich ja ordentlich gelohnt. Guck mal ganz kurz unsere Waffen an. Wie da aussieht mit der Haltbarkeit, wenn wir schon mal hier an der Werkbank sind. So, was haben wir denn da? Stimme von Set sieht gut aus. Die Scharfschütze müsste noch halten. Das Handgefertigte sieht auch gut. Und der Stacheldraht mit Haken. Nur der hat schon wieder ein bisschen was verloren. Aber das geht noch. Das sollte noch eine Weile halten. So, erstmal und trinken wir noch schnell was. Dann können wir uns erstmal orientieren, was wir als nächstes machen. Denn wir wollen ja wohl schon wieder nach Charleston. Also, dass die einen hier ständig nach Charleston jagen, finde ich ja sehr interessant. Sehr. Und eigentlich ja nicht so gut, weil da schon wieder hin müssen. So, gucken wir mal ganz kurz. Ja, Charleston. Wir müssen schon wieder ins Kapitol. Tja. Da haben wir noch gute Erinnerungen dran, dass wir da bei der Bruderschaft waren. Also ich jedenfalls. Da liegt jetzt gerade kein Wert drauf. Da müssen wir wohl noch ein bisschen warten, bis wir da hingehen. Müssen wir uns erstmal was anderes überlegen. Also die gefällt mir nämlich ja nicht, wenn wir das machen. Ich würde gerne nochmal. Tja, hier ein bisschen umgucken zunächst. Jetzt haben wir hier erstmal Ruhe. Haben wir noch ja nicht hier mal die Gelegenheit gehabt. So, hopp, 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 hier erstmal runter an der Kirche. So, der eben doch rausgestürmt auf die Straße, als das Event kam. Ja, das war die Sache mit der, mit dem Waffenlager hier. Ja, Waffendepot. Da drüben haben wir noch ein paar Ghule, okay. Wollen wir mal gucken, die stehen da relativ günstig zusammen. So, sehr schön. Wir müssten alle erwischt haben. Ja, haben alle erwischt. Da vorne. Das war doch ein guter Einsatz von zwei Granaten. So macht das doch Spaß. Und wir haben schon wieder ein Event. Aha. Gut. Und eh muss noch richtig weit weggeflogen sein. Der ist jetzt ja nicht mehr zu sehen.
Hier scheint es ohne Hintereingang zu geben. Das ist ja uninteressant. Da bräuchte man eigentlich vorne das Terminal. Soll da vorne Terminal benutzen. Oh. Oh, wir haben noch ein paar verbrannte wilde Bude. Ich meine, wirklich ein paar. Gut, die sind ja, glaube ich, nicht ganz so schnell. Wir schmeißen denen jetzt mal eine Granate hin und gehen jetzt mal. Oh, 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 oh. Das war nicht gut. Dachte mal, käme an dem vorbei. Was soll denn das? Unsere Powerrüstung ist mal beschädigt. So, gut, dann machen wir das halt. So, wo sind die anderen jetzt hin? Herkommen. Also, das war echt keine Glanzleistung eben. Oh, war ja. Das war ein heikles Unterfangen. Weil wir auch den verbesserten Granatenschaden haben. Werden ja immer mehr. Dann müssen wir hier ein bisschen gut los, ja? Geht, geht. So, könnte jetzt mal langsam wieder umfallen. Der hier vor allem. So. Gehört wahrscheinlich mit zu der Ghoul-Horde von vorhin. Ein bisschen zurückgeblieben, so wie das aussieht. Ja, machen wir auch gleich. Nur die zwei hier übrig. Hervorragend. Der kann gleich liegen bleiben. Hervorragend. Auch nochmal. Ganz hervorragend. So. So, so, so. Haben wir das. Nochmal schnell hier looten. Ach, den hatten wir schon. Gut. Wir haben noch einer von diesen Stationen. Ich wette, das gehört zu diesem Aufspürsystem. Ah ja. Das glaube ich, das wird sich damit erklären, denn jetzt ergibt das langsam einen Sinn. Das ist gut. Sehr, sehr schön. Gut. Gut, kicken wir uns hier noch ein bisschen um. Gut. Und wir haben die Höhen im Süden entdeckt. Ah ja. Okay. Naja, kommen wir ja auch ganz andere Ideen hier. Gut, dann würde ich mal sagen, sollten wir für heute erstmal hier die Folge beenden. Und ja, das war die Sache hier an Harpers Ferry mit dem Event und dem Waffendepot. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Macht's fein. Ciao, ciao und bis bald.